Hallo meine lieben Fans, es ist wieder soweit, ein neuer Teil von Joeys Welt. Und zwar, heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar, ihr wisst ja alle, dass ich gerade mein Album aufnehme und ich bin jetzt hier gerade im Studio. Ihr wisst ja schon, mein Musikstil ist ja deutscher Pop, also ich mache nichts Englisches. Ich habe schon früher bei DSDS gesagt, dass ich, wenn ich da draußen bin, werde ich mich nicht den englischen Liedern widmen, sondern den deutschen, weil ich sag's mal einfach so, Englisch singt jeder. Singt jeder Vogel, der hier rumfliegt, singt Englisch. Ich hole immer I believe I can fly. So irgendwie. Und deswegen gibt's jetzt I believe I can too und du. Und wir machen jetzt wirklich hier coole Songs und alles Mögliche. Zum Beispiel auch wirklich schnelle Songs, da wo es auch wirklich abgeht mit Gitarren und Klavier und alles drum und dran. Und dann machen wir natürlich auch ein bisschen was Chilliges und Ruhiges. Zum Entspannen für die Autofahrt, für das Radio, für den MP3-Player und fürs Handy. Also wirklich überall, dass ihr, egal wo ihr seid, es hören könnt. Das Album heißt, weil jeder Tag zählt. Und ja, das ist einfach, jetzt fragt ihr euch, warum, weil jeder Tag zählt. Ich sag's euch einfach ganz klipp und klar. Ich finde, dass meine Musik wirklich jeden Tag auch irgendwie dann zählen soll, egal wo man halt ist. Sei es in der U-Bahn oder in der Arbeit gerade. Und wenn man das hört, dann sollen diese Lieder praktisch in euren Herzen zählen. Ich brauche Lieder, die auch Text haben und die auch wirklich um etwas handeln, das auch wirklich stimmt und das es auch gibt. Und meine Lieder sind halt Trauer, Liebe, Freude und so weiter. Deswegen könnt ihr euch auf mein Album bei jeder Tag zählt euch sehr freuen drauf, weil es wird super. Das Album wird Mitte Januar auf den Markt erscheinen und ihr könnt es überall natürlich dann auch downloaden, bei Amazon, iTunes und wo ihr wollt, wo ihr ins Internet reingeht, könnt ihr drauf gehen, Joey Heindle, Album und downloaden. So, und jetzt noch was ganz Persönliches an euch alle Fans da draußen. Frohe Weihnachten, bis dann.